Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Castle Now im LS22 und herzlich willkommen Tobi. Wir zwei haben es geschafft und haben nach Wochen der Abstimmung endlich einen Termin gefunden. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich musste tatsächlich eine Folge ohne dich machen, fühlte sich komplett falsch an und ich bin froh, dass du wieder mit dabei bist. Du hast eigentlich nicht sehr viel verpasst. Ich habe angefangen, die Silage aus unserem einen Fahrsilo schon mal abzutransportieren mit unseren Förderbändern. Das klappt ganz hervorragend. Und ich habe großspurig unseren Zuschauern versprochen, dass wir uns um die Production-Info-Anzeige oben links im Bild kümmern, die nämlich jede Menge Dinge anzeigt. Und ja, ich würde vorschlagen, dass wir tatsächlich damit weitermachen. Und dann sehen wir mal zu, dass wir aus dem Winter rauskommen. Rein in irgendeinen Monat, wo wir mal wieder ein bisschen was mit Feldarbeit machen können. Bist du einverstanden? Ja, das kriegen wir hin. Und dann können wir auch noch mal ein bisschen Holz machen nachher. Ja, auf alle Fälle. Gut, Kuhstall Mist fast voll. Ich würde mich mal um Kuhstall Nahrung kümmern. Das ist nämlich nur noch 3 Stunden, wenn du einverstanden bist. Ja, dann werde ich mal Wasser holen. Für den Garten. Hol ich einfach mit dem Milchfass hier, ne? Ja, das Milchfass. Ach so, ja. Tobi, der Kuhstall ist voller Milch. Und du kannst ja so gut rückwärts fahren mit Deichsel. Da habe ich gedacht, vielleicht könntest du die Milch eben mal in unsere Molkerei bringen. Ja, das kriegen wir hin. Ich habe nämlich einfach mal die Butterproduktion auch mit angestellt, denn wir haben so viel Milch, dass wir das mit der Käseproduktion gar nicht wegbekommen. Und, aber blockieren die sich nicht beide? Also wenn du die Butter anmachst, dann wird da weniger Käse produziert, oder? Weiß ich nicht, ist Y oder II? Habe ich jetzt nicht geguckt, um ehrlich zu sein. Ist ein valider Punkt. Gucke ich gleich. Ja, du hast absolut recht. Das ist ein Scheißstart in eine Folge. So gut deaktivieren. Ja, habe ich ausgemacht. Guter Hinweis, Dankeschön. Aha. So. Ja, wir haben ja auf dieser Map, beziehungsweise ich habe ja in den ersten 100 Folgen so ein paar Regeln festgelegt, wie zum Beispiel keine Fahrzeuge mieten und so weiter und so fort. Und eine Regel, die so ein bisschen im Nachgang hinzukam, war, dass 3 Missionen pro Monat erlaubt sind. Ich wollte gerade mal gucken, ob wir vielleicht eine schöne Mission haben, die wir parallel machen könnten. Oh, ich muss mal niesen, Sekunde. Gesundheit. Vielen Dank. Das YouTube-Video konnte ich muten, aber dich nicht. Also du musstest es jetzt ertragen. Ja, erzähl mal. Okay. Ich habe schon berichtet, mein Tag heute war nicht so dolle. Wie war denn deine Woche so? Alles gut? Ja, eigentlich ganz okay. Schön. Ja, mehr kommt da jetzt auch nicht. Also. Nö, nee, habe ich schon. Bin nicht so der Herr der großen Reden oder so. Nee, das ist für ein Let's Play jetzt nicht so dolle, aber Nee, ich bin tatsächlich am Samstag gehe ich ein neues Motorradprobe fahren. Und das kaufe ich mir dann vielleicht sogar. Und darauf freue ich mich die ganze Woche schon. Deswegen ist mir eigentlich völlig egal, ob jetzt ein paar Tage dabei sind, die scheiße sind. Ja, gut. Das habe ich heute einem Arbeitskollegen schon erzählt, weil er meinte, wie ich denn immer so, wie mir alles so egal sein kann, ob irgendwas schief läuft in der Firma und so. Und dann habe ich so gesagt, naja, das ist mir eigentlich nur egal, wenn ich mich aufs Wochenende freue, weil ich weiß, egal wie schlecht heute ist, am Wochenende werde ich Spaß haben, weißt du? Und so ist das eigentlich die ganze Woche schon. Ja, ein paar Kunden, die nerven und das passt nicht und das passt nicht. Und hier wird schon wieder gegen Laternen gefahren. Ja, die eine Laterne hier hat Kollision, alle anderen irgendwie nicht. Aber das ist mir eigentlich relativ alles egal, um ehrlich zu sein. Weil ich halt weiß, dass das Wochenende cool wird. Und deswegen kann jetzt eigentlich die Woche so schlecht laufen, wie sie will. Ja, ich hoffe mal, wirklich echt egal. Die restliche Woche nicht so schlecht läuft wie heute. Nee, ich meine jetzt mit schlecht laufen, dass Kunden kommen und mich nerven oder so. Weißt du, oder dass man wieder angeschrien wird von Kunden. Angespuckt, beleidigt. Du lachst, aber ich arbeite in der Bank und das ist Alltag bei uns, leider Gottes. Also mir hat schon mal jemand, weil er besoffen war, vors Büro also nicht gekotzt, aber gespuckt. Und dann Beleidigung und so, das ist ja alles normal geworden in der heutigen
Gesellschaft. Deswegen, das kann schon alles vorkommen, aber naja, mir ist das alles egal. Ich lebe ja da streng nach dem Motto, wenn man freundlich zu anderen ist, dann erreicht man eigentlich in der Regel mehr. Aber wahrscheinlich ist das nicht mehr der Usus, wa? Ach du, also ich bin eigentlich immer freundlich zu den Leuten. Wenn sie mir halt aus dem Sack gehen, dann werden sie halt aus dem Büro geworfen. Und dann kriegen sie halt auch meine, also, aber ja, doch, genau so ist es eigentlich. Ne? Wenn man nett zu mir ist, dann bin ich auch nett und helfe auch den Extraschritt, den ich nicht machen müsste. Aber wenn Leute meinen, sie müssten mich anmachen, dann bin ich der Letzte, der die nicht aus meinem Bürozimmer rauswirft oder so, weißt du? Hast du so eine Falltür wie Mr. Burns? Nee, leider nicht. Das wäre absolut episch. Oder so ein Knopf. Aber ich habe letztes Jahr einfach so 3 Leuten Hausverbot verteilt. Und das war dann eine Erhöhung des Hausverbots um 300% zu den Vorjahren. Bisherige Hausverbote 0. Ich weiß auch nicht, also man kann sich ja vorstellen, wie weit es kommen muss, dass man in einer Bank Hausverbot bekommt, weißt du? Naja. Also, man lässt sich ja normalerweise schon viel gefallen, aber naja. Naja, wieso sollte man sich viel gefallen lassen? Ich meine, die wollen doch in der Regel was von euch, also da ist doch die Frage. Oh ja, das ist den Leuten aber egal. Naja, aber, also, ne, wenn du jetzt irgendwo hinkommst und derjenige ist irgendwie arschig zu dir, dann musst du irgendwie sagen, ja cool, muss ich irgendwie durch, kann ich nichts machen. Aber die wollen ja was von euch in der Regel. Also in den seltensten Fällen kommt doch einer bei euch vorbei, oder ich sag mal, vielleicht kommt das auch vor, wäre ja mal interessant, kommt bei euch vorbei und sagt, entschuldigen Sie, ich habe unendlich viel Geld, können Sie mir helfen? Das ist in meiner Branche, also in meiner Sparte von Privatkunden tatsächlich meistens nicht der Fall. Aber das interessiert die Leute nicht. Teilweise auch, die fragen dann nach einem Kredit und dann gibst du es halt ins System ein und du entscheidest das ja nicht selber. Ja, also bei uns, ich gebe das ins System ein, das System sagt ja oder nein und daran muss ich mich halten. So, was soll ich machen? Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja, und dann packen die ganz sauer ihre Sachen, sagen nicht mal mehr Tschüss, stehen auf, schlagen die Tür zu und gehen weg. Darf ich mal eine Frage stellen? Anstatt mal zu fragen, ja. Hast du jemals, nachdem das System was rausgespuckt hat, geantwortet mit Computer sagt nein? Nee, leider nicht. Aber das wäre tatsächlich sehr, sehr lustig. Kennst du den Sketch von Ja klar, von Little Britain. Genau, Computer sagt nein. Ja, aber wir brauchen einen. Computer sagt nein. Das Krasse ist, meine Freundin kennt einfach Little Britain nicht. Ja, aber da könnt ihr die alle nochmal gucken. Mama, kann ich also, einmal ganz kurz vorbei. Jetzt habe ich das so schön hingestellt, dass ich perfekt rückwärts fahren kann. Du, wenn du richtig perfekt rückwärts fahren kannst, kannst du das so auch. Das ist eine absolute Frechheit. Nun sei doch nicht. Stell dich doch einfach mal der Herausforderung. Wird er gleich wieder. Das ist Wahnsinn. Die Jugend von Wahnsinn. Heute. Da läuft es mal nicht so, wie man will. Und dann schon, ich steige aus, ich mache ein Sabbatical. Ich gehe jetzt ein Jahr auf Findungsreise. Richtig, ich gucke jetzt erstmal, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Das passiert doch heutzutage alles. Als ich jung war, gab es eine Schelle und dann wurde weitergemacht. Ja, aber ob das so erfolgreich war? Naja, gut, das habe ich ja jetzt nicht gesagt. Oh, diese Franzosen! Ich hoffe, dafür wirst du in den Kommentaren, wenn du mir jetzt wieder reinfährst. Habe ich nicht Was denn? Ich habe nur gehupt. Ich hoffe, die Leute in den Kommentaren, die richten über dich. Warum? Dass du mir reingefahren bist? Ja, das war aber aus Versehen. Das sieht man bei mir in der Aufnahme ganz klar. Aha. Oh, du bist einfach ein Rowdy, der seinen Traktor nicht unter Kontrolle hat. Ja, lieber inkompetent als inkontinent. Was ist, wenn man beides ist? Das ist schlecht. Ah, ja, wir haben jetzt keine Milch mehr, ne? Ja, macht ja nichts. Ja, ich wollte nur sagen, man hätte auch sagen können, oh, gut gemacht, dass es so schnell ging oder so, aber ja. Das ist wieder die deutsche Genugtuung. Entschuldige mal bitte, das hörte sich bei dir so an, liebe Leute in den Kommentaren, schreibt jetzt auch mal, das hörte sich doch bei Tobi so an, wir haben jetzt keine Milch mehr, wie ein Vorwurf. Du hast doch nicht gesagt, hey, wir haben keine Milch mehr, sondern doch, ich habe gesagt, hey, wir haben übrigens keine Milch mehr. Ich habe das auf Video, ich schicke dir das nachher per WhatsApp. So, wo gibt's denn jetzt hier ein bisschen Wasser? Ich hab schon gefunden. Bei uns am Hof. Ach so, nö, ich war da jetzt zum See. Ich hoffe, da kann man auffüllen. Bei den Schafen ist ein kleiner Teich, den kannst du auch nehmen. So. Oh, das war jetzt aber aus Versehen.
Schön. Ja, ich hab das vermisst auch, wenn man so alleine ist. Und witzigerweise, wenn man alleine spielt, also ist es nicht so, als wäre es doppelt so viel Arbeit, sondern es wirkt so wie viermal so viel Arbeit. Das ist eine Scheiße, jetzt bin ich falsch gefahren. War ich doch zu den Schafen. Bei den Schafen, dann wollte ich das sagen. Da, 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 da. Wie tief ist denn das? Ganz rein kannst du kann nicht. Kann ich da? Ja, so schräg rein kannst du das, okay. Nee, aber die Frage wäre, ob ich da Traktor voraus reinfahren kann. Nee, das ist zu tief. Aber so müsste es gehen. Sehr professionell. Das ist die Spanische, ja, ich hab das extra so hingestellt, dass ich gleich. Methode, nee, dass ich gleich umdrehen kann. Achso. Du denkst ja immer nur von 12 bis Mittag, weißt du? Ich denk ja ums Eck. Gibt's denn jetzt Mittag? Anscheinend ja nicht. Achso. Du, ich hatte jetzt übrigens noch eine sehr, sehr gute Idee. Hör mir mal zu. Guck mal, so? Nee, kann's gerade nicht sehen. Ich und bin gerade im Dings. Ah ja, ah, okay. Nee, aha. Jetzt hab ich's gesehen. Ja, 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 ja. Das hast du toll gemacht, Tobi. Endlich wird man mal. Ey, wird einem hier alles, ja, genau. Ich hatte noch eine gute Idee für deine zukünftige berufliche Entwicklung. Jetzt, wo du ja quasi. Ja, soll ich nebenbei noch Kokain dealen? Ja, das kannst du ja immer noch überlegen. Ich wollte aber was anderes vorschlagen. Und zwar jetzt, wo du ja selber auch YouTuber bist, ne? Ja. Könntest du ja sozusagen. Also, du bist ja nicht nur YouTuber, du bist ja YouTuber mit einer Berufsausbildung. Das heißt, du könntest dich ja jetzt bei den ganzen richtigen YouTubern melden und könntest sagen, also richtig nicht falsch verstehen, die es schon länger machen, ne? Und könntest sagen, pass auf, Leute, lieber Trimax, lieber Gronkh, ich kann eure Kohle für euch verwalten. Ich hab's voll drauf und ich kenne mich im Metier auch noch aus. Aber wo füllt man denn das Wasser auf? Da bei der Milch oder was? Kommt drauf an, welches Wasser du aufbringen willst. Ach, der Kuhstall braucht ja gar kein Wasser. Nee, Wasser ist das ja Gartengrundstück braucht Wasser. Ja, nee, ich glaube, das mache ich nicht. Wie bitte was? Aber weißt du, was ich mir überlegt habe? Oder worüber ich mir mal Gedanken gemacht habe? Hau raus. Ist dir mal aufgefallen, dass wir Deutsche Loben ganz schwierig finden? Zu dem Thema von vorne. Von vorhin. Wenn du das jetzt mal zum Beispiel vergleichst, wie oft sagt man irgendwie, ja, schmeckt nicht schlecht, anstatt es schmeckt gut, weißt du? Ja, das ist deutsch. So. Ja, und, ja, ja, ja. Und wie fandst du den Film? Ja, war nicht schlecht. Mhm. Er sagt doch einfach gut. Nee. Warum ist denn. So warum sagt man nicht gut? Nicht. Warum sagt man immer nicht schlecht? Ja, aber so gut war er dann doch nicht. Ja, ist richtig. Ist, glaube ich, könnte sein, dass das deutsch ist. Ich habe einen Kumpel, der sagt immer, also der macht das anders. Wenn ich mit dem er essen bin oder so, dann sag, und ich sage, und hat's geschmeckt, dann sagt er immer, sehr gut. Oder der korrigiert dich auch, wenn du sagst, war es gut, dann sagt er, das war nicht gut, es war sehr gut. Oh Gott. Ja. Aber er meint das so, weil er lobt halt gern. Ist ein ganz lieber. Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, das stimmt schon. Apropos Film, hast du schon Deadpool vs. Wolverine gesehen? Ja, und ich muss sagen, das war ein Film, wo ich mich halt lange mal wieder wirklich totgelacht habe im Kino. Dito, wir dürfen, glaube ich, jetzt nicht spoilern. Ich glaube, dass wir. Also, ich bin ja der Meinung, ja, dass. Ja, der ist doch eh schon seit 2 Monaten draußen. Ja, oder nee, so. Das, also im Himmel gibt es einen extra Bereich für Leute, die gespoilert haben. Das können wir auf keinen Fall. Dann bin ich da schon. Ja, nee, aber jetzt nicht in der Aufnahme, bitte. Ich kann dir nur sagen, ich hab den Film. Ich bin mit relativ niedrigen Erwartungen reingegangen. Und ich habe mich einfach nur amüsiert. Also, ich glaube, wenn Popcorn-Kino ein Begriff ist, ein echter, fester Begriff, dann passt das auf diesen Film. Also ich musste mich allein am Intro schon totlachen. Ja, das war schon echt absolut Premium. Hast du denn die anderen Deadpool-Filme gesehen? Ja. Okay, weil das ist ja auch immer ein Kriterium, dass du die manche Witze noch verstehst. Aber ich muss sagen, ich habe das sehr gefühlt. Also ich fand das sehr, sehr lustig. Manchmal hat er sich ein bisschen gezogen, was mich genervt hat. Ja, aber, ab und zu hatten sie nicht so die besten Ideen, aber es gab einfach, also ich sag jetzt auch mit Absicht nicht was, aber es gab auch ein paar Gastauftritte, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr. Das war sowas von geil. Ja, es war einfach. Die Musik göttlich. War auch Premium. Und mein Highlight auch, ja, ohne also, zu viel zu spoilern, war die Szene im Auto. Mit den beiden? Ja. Ja.
die einfach nicht aufhörte. Ja. Nee, also ich sag da, den komischsten Charakter davon war der Typ mit den Karten. Mehr sage ich nicht. Also der Typ hat mir wirklich den, also ich weiß nicht, was mit dem los war, der hat mich richtig aufgeregt. Aber über den habe ich am meisten gelacht. Ich muss wirklich, ja, aber so, keine Ahnung, also ich muss wirklich sagen, ich fand, das war mal wieder Kino, das sich, wo sich die Tickets gelohnt haben. Hm, hast 3D geguckt oder normal? 3D, und das Problem war, wir waren eine große Gruppe und hatten nicht reserviert und mussten dann in den ersten drei Reihen sitzen. Ah. Und das hat sich bei dem 3D so angefühlt, als ob teilweise die Schläge aus meinem Kopf rauskommen würden. Also das, aber es war sehr, sehr lustig. Also wirklich, das hat sich richtig gelohnt, das Geld. Ah, der war echt gut. So, eine Tour mache ich noch. So, der scheiß Garten hat jetzt auf alle Fälle genug Wasser. Wieso ist dieser Garten denn jetzt scheiße? Weiß ich nicht. Einfach so. Da werden unsere Setzlinge hergestellt für unsere Bäume. Ja, scheiße halt, ne? Nein, nein. Ich muss gleich mal irgendwas anderes machen. Gefühlt mache ich jetzt seit drei Folgen immer nur diesen Kuhstall. Die futtern uns wirklich die Haare vom Kopf hier. Wir können die auch einfach verkaufen. Nee, wir brauchen die Milch. Ach, pappalapapp. Doch, doch. Nächste Folge ist übrigens die Folge 125. Dann haben wir schon 25 Folgen aufgenommen. Oh Gott, hat sich angefühlt wie 40. It's funny because it's true. Oh Mann. So, ich gucke jetzt mal tatsächlich nach den Verträgen. Grubbern. Grubbern auf Feld 32, Grubbern auf Feld 53. Weißt du, was ich eher so schlimm finde? Und Flügen. Was? Eher als dass was? Wir seit 25 Folgen unterwegs sind und sich gefühlt weder an Kontostand noch an irgendwas sich etwas geändert hat. Also ich weiß nicht, wie du das hier 100 Folgen durchgehalten hast, aber das wird mich ja schon wieder komplett kaputt machen. Ja, Spiele müssen schwer sein. Sonst machen sie mir keinen Spaß. Apropos schweres Spiel, Tarkov ist gewiped. Ja, ich habe gesehen, auch da war so ein Zwangswipe irgendwie, weil die Serverdaten gelöscht worden sind. Anderthalb Wochen vorher, das war echt lustig, ey. Für alle, die in dem Moment online waren. Nicht für alle, sondern nur für diejenigen, die gerade online waren. Die wurden alle aus Versehen zurückgesetzt und es konnte auch nicht wiederhergestellt werden. Das ist das, was mir eher Sorgen machte, aber da in anderthalb Wochen dann Wipe war, also in dem Fall jetzt gestern. Ja, bei manchen Leuten wurde ja wirklich auch die komplette Spielzeit und so zurückgesetzt. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, wer da was gemacht hat. Ich finde die Felder, da ist 3. Also ich weiß nicht. Ey, so ein Feldfliegen für 2000 Euro lohnt auch nicht wirklich, ne? Nee. Machen wir lieber noch einen Baum oder so. So, Kuhstallnahrung 1,14. Kuhstallstroh. Okay, dann holen wir mal Stroh. Den Kuhstall oder machst du es gerade? Natürlich. Okay, dann. Ich kenne auch meine Aufgaben hier schon. BGH-Hofstroh kannst du dann auch gleich mitmachen. Kuhstallnahrung, Gartengrundstück, Saatgut und Gartengrundstück Mist. Das kann ich mal machen. Okay, cool. Wir haben gar keinen Bäcker mehr mit Frontlader ausgestattet hier. Ja, der eine, der ist ja abgebaut, der Frontlader beim Holz. Ja. Aber wir können einfach den anderen nehmen hier. Bist du denn schon gehypt auf den 25er? Ne, 26er. Ne, 25er, oder? Ist das jetzt? Alice? Alice 25? Also, ich hab vorhin im Discord. Der müsste doch auch jetzt im ja, September rauskommen, oder nicht? Was, der Alice 25? Oder kommt der erst nächstes? Ich weiß nicht, wann kommt der nochmal raus? Ich hab das nicht im Kopf. Mitte November. Ja, doch. Naja, du hast vorhin noch gesagt, was kommt noch im November raus, aber es ist auf jeden Fall der Flugsimulator und der Farming-Simulator mit einer Woche Unterschied. Sehr schön, weil ich gar keine Zeit mehr für Freunde und Familie habe. Und du willst dir noch ein neues Moped kaufen.
Ja, dann werde ich keine Zeit fürs Zocken. Och, das regt mich jetzt schon alles auf. BGA-Hof Stroh heißt einfach nur hier in die BGA Stroh reinwerfen, oder was? Das ist korrekt. Das ist sehr, sehr simpel, ja. Das ist simpel. Wie geht das jetzt ab hier? Die Dinger gehen doch, glaube ich. Schläuche zuerst abbauen, okay. Weißt du, was ich eher krass finde? Nee, hau raus. Dass wir schon einfach seit 20 Minuten schon wieder unterwegs sind. Ja, was sich gefühlt angefühlt hat wie zwei. Sei ehrlich, es macht schon auch ein bisschen Spaß. Ja, aber das habe ich generell gemerkt, dass wenn ich irgendwo dabei bin, dass die Sachen super immer viel Spaß machen, ne? Ja. Mhm. Das, Aber ich habe schon wieder Ballen ausgelagert, weil ich vergessen habe, dass da schon welche ausgelagert waren. Er macht ja nichts. Ja. Stroh kann ja nicht schimmeln. Macht doch nichts. Ich glaube, Stroh kann schimmeln. Nö. Ja, nicht im Spiel, aber in echt. Ich weiß. Aber nicht, wenn es trocken ist. Außer es wird wieder nass. Also wenn ich das Stroh jetzt hier stehen lasse, meine ich. Naja, da passiert nichts. Dann würde das wahrscheinlich jetzt nicht anfangen zu schimmeln. Nee. Weißt du, was ich mir mal überlegt habe? Nee, hau raus. Wäre doch eigentlich richtig schlau, wenn man zum Beispiel eine Rapsmühle oder so hat, dass man sich einfach so einen alten Diesel kauft, der mit Rapsöl fährt, weil dann kann man einfach so fast umsonst fahren. Da frage ich. Das haben die ja früher auch gemacht, dass die ganzen Bauernhöfe dann nach Pommesbude gerochen haben. Ja, da gibt es ja so einige Dinge, ne? Also es ist ja so, dass Landwirte bekommen ihren Diesel ja irgendwie subventioniert. Ich meine, der hat dann eine andere Farbe. Ja, der ist dann rot. Echt? Warum ich nicht das, das Heizöl, was auch Diesel ist, aber auch anders besteuert ist und deswegen ist das rot? Oder ist das irgendwie pink oder so? Also irgendwie ist das, damit man das dann sehen kann. Ist auf alle Fälle Steuerhinterziehung, wenn du Rapsöl benutzt, das weiß ich. Ja. Aber es wäre nicht der erste, also von dem her. Ja, ich weiß nicht. Fährt so ein. Meinst du, die fahren damit Rapsöl oder so? Könnte schon sein, wa? Die älteren Maschinen. Stimmt. Oh nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh Mann. Jetzt bin ich über dieses komische Gitter drüber gefahren, habe meine Strohballen verloren, weil die alle eingelagert wurden. So eine Scheiße. Das ist. Du machst das, ist Entertainment. Du bist schon sehr gut. Passt schon. Schon, gell? Naja, ist schon echt gut. Ja, es kann nicht sein, dass die Folgen hier ohne mich immer so melancholisch sind. Ja, also. Das ist eigentlich. Ich habe nur gesessen und gesagt, was soll ich nur machen? Wie geht es weiter? Eine Folge, du sitzt einfach nur im Regen im Kuhstall, genau. und weinst. Im Hintergrund läuft irgendwie, keine Ahnung, Enya oder sowas und dann. Wie viel muss ich da irgendwie noch reinmachen? Ein bisschen noch. Wir können gleich mal gucken, ob wir noch irgendwo Saatgut haben. Ja, ich kann gleich mal nachschauen. Ja, du hast ja vielleicht diesen Haken für die Säcke. Ja, der Film war schon sehr gut. Also große Empfehlung geht raus für alle, die Bock drauf haben. Man muss. Aber Saatgut ist übrigens noch, zwei Säcke. Super, man muss natürlich schon ein bisschen im MCU drin sein, um alle Gags zu verstehen, aber die meisten Gags gehen auch, wenn man gar keine Ahnung hat, glaube ich. Wobei ich mich immer frage, wenn jetzt jemand, der noch nie einen Film von Marvel gesehen hat, jetzt so einen Film guckt, ob der das überhaupt lustig findet oder ob der sagt, also irgendwie, also könnt ihr mir vorstellen, dass man dann ohne Vorgeschichte vielleicht gar nicht, also ohne überhaupt was zu wissen, das gar nicht so gut findet. Also meine Freundin hat bisher noch keinen einzigen Marvel-Film so weit gesehen, außer einmal Doctor Strange, und das war der größte Scheißfilm, den ich je gesehen habe in meinem Leben. Und die hat auch gelacht. Okay, cool. Man versteht halt nicht jeden Insider, aber der Film ist halt so dumm, dass auch genug lacht, glaube ich. Ja, das ist okay. Das ist gut. Weil ich muss da immer dran denken, ich bin ja alt genug, ich war ja bei Matrix im Kino und bei Matrix 2 und bei Matrix 3 dementsprechend. Und bei, so alt bist du schon. So alt bin ich, ja. Und bei Matrix, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ob es 2 oder 3 war. Du hast sie ja nicht gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Naja. Es gibt im dritten Teil, ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, das kann man glaube ich sagen, gibt es so eine Szene, wo Neo mit so einer Eisenstange gegen hunderte Agent Smiths kämpft.
die immer wieder kommen, aus allen Türen und aus allen Fenstern und aus allen Straßen kommen die auf ihn zu und er kämpft so gegen hunderte von diesen Agent Smithses und vor uns im Kino saßen so ein, ja, heute würde man sagen, älteres Pärchen, also Omi und Opi aus der damaligen Sicht, aber die werden so vielleicht Ende 60 gewesen sein und die sind dann während dieser Szene im Kino aufgestanden und ich weiß nur, wie sie rausgegangen sind und er ging hinter ihr und sagte, das ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. Und dann sind die irgendwie raus. Und ich muss sagen, ich finde die Vorstellung eigentlich cool, weißt du, dass man so ewig verheiratet ist und hat dann noch irgendwie so was wie Kinoabend oder so und dann kommt man halt in so einen Film rein und denkt sich, hey, die jungen Leute gucken alle Matrix 3 und dann wird man so total enttäuscht. Naja. Fand ich schon gut. Ja, apropos Enttäuschung, ich glaube, wir sind schon am Ende angekommen. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir müssen noch zwei Folgen machen, du. Ja, ja, du hast absolut recht. Und wer weiß, wann wir uns dann wiedersehen. Wahrscheinlich hast du bis dahin Kinder und ein Haus gebaut und ich hänge am Tropf oder so, wer weiß es schon. Deswegen, ich habe einfach mein Haus in deiner Nachbarschaft gebaut und wir wissen es gar nicht. Ja, genau. Wir sehen uns so. Sagen uns eigentlich schon seit 5 Jahren in der Früh immer Hallo, wenn wir aus dem Haus gehen. Ey, das wäre doch was. LS22ception. Beim Bäcker, wir sehen uns beim. Bist du jemand, der zum Bäcker geht? Ja, aber nur wenn es ein richtig guter Bäcker ist. Also wir haben bei uns in der Nähe einen Bäcker. Da fahre ich jetzt am Wochenende teilweise auch eine Stunde hin und zurück insgesamt. Weil der echt richtig leckere Zimtschnecken hat. Aber sonst gehe ich nicht so gern zum Bäcker. Weil das Problem ist, bei uns in der Nähe haben wir eigentlich fast nur so Großbäckereien, die dann, keine Ahnung, für ihre Tiefkühlscheiße trotzdem irgendwie 80 Cent pro Semmel verlangen, was ich eine absolute Frechheit finde. Und das möchte ich halt nicht unterstützen. Leuchtet absolut ein. Und mit diesen Worten, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.